Fatima-Tag in Verbrück. Die imposante Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt und St. Gregor der Große Verbrück, die 50. und letzte Perle des fränkischen Marienweges, liegt auf halbem Weg zwischen Würzburg und Schweinfurt und prägt weithin sichtbar das Bild der Landschaft. In dieser Wallfahrtskirche wurde am 13. September der 5. Fatima-Tag mit Zelebrant Weihbischof Florian Wörner Augsburg gehalten. Die Wallfahrtskirche ließ Fürstbischof Johann Gottfried von Guttenberg, dessen Wappen über dem Haupteingang angebracht ist, von 1693 bis 97 von Antonio Petrini errichten. Das Gnadenbild ist von dem Würzburger Hofbildhauer Peter Wagner 1798 geschaffen worden. Das Hochaltarbild Maria Himmelfahrt ist ein bedeutendes Werk des niederländischen Malers Oswald Ongers.
Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altars. Ich glaube an Gott, den Vater, den Thank you.
Himmel, so auf Erden. Deines Leibes, Jesus, der dich der Jungfrau über mir gekrönt hat. Heilige